herzlich willkommen zu einer neuen Folge Control. Okay, dann gehen wir mal weiter. Sind wir gerade noch bei den Uhren? Und haben wir auch schon fertig. Ach komm, ich gebe die mal schnell ab. Okay, was haben wir jetzt? Ja, wir haben immer noch den Lader. Oder kommt das jetzt? Nee, jetzt kann man Stich aufwerten. Jo. Also, Stich kann man noch was dazu packen. Was haben wir denn hier? Nach der Ladegeschwindigkeit. Ah. Die eine mache ich einfach mal weg. Okay, was könnten wir noch reinmachen? Zoom. Schaden beim Zielen. Oh, ist auch nicht schlecht. Kopfschussschaden 73%. Nicht schlecht. Dann nehmen wir das doch, ne? Und das tausche ich doch gegen den Dreier aus. Okay, dann mal wieder ein paar Einer wegmachen. So, dann geht's direkt weiter. Ach, gibt's noch hier einen unsichtbaren irgendwo? Irgendwas ist doch hier. Das war komisch. Da mag ich die lieber, die kann man zumindest sehen. Direkt mal vor. Der Motelzugschalter ist auf der anderen Seite der Logistik. Horowitz müsste noch da sein. Ah, hier bin ich schon, ne?
Ja, genau. Genau, jetzt müssen wir halt nur noch mal rübergehen. Am Kontrollpunkt. Ist doch hier. Gehen wir. Okay, da hätten wir gleich weitergehen können. Naja, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Moment, etwas stimmt nicht mit ihm. Ja. Shit. Horowitz, oh Gott, nein. Ihr Zischelschweine habt ihn erwischt. Tut mir leid wegen Ihrem Freund. Danke. Und danke, dass Sie mich geholt haben. Das HRV von Horowitz ist wohl im Grenzbereich beschädigt worden. Er hat sich geopfert. Wenigstens ist der gewandelte Anker noch in den Uhren weggesperrt. Hoffentlich verrottet er da unten. Wir müssen uns um dieses Objekt kümmern, bevor es noch jemanden verletzt. Ich gehe besser zurück und isoliere es. Gehen Sie zur Geschäftsleitung, Wells. Die brauchen Sie. Danke, Direktorin. Ich gehe hin und tue, was ich kann. Okay. So, aktivierst du doch direkt mal. Untersuche den Schutzraum. Also musste ich doch wieder zurückgehen. Hier wird es weitergehen. Okay. War hier nicht noch irgendwas?
Scharfschütze. Okay, dann gehen wir zurück zum Schutzraum. Ich hätte mich wahrscheinlich wieder teleportieren können, ich hätte, ne? Was sind ja fast da. Hier ist immer dieses komische rote. Oder ist das hier nicht das gewandete Objekt? So, ich guck mal kurz hier rein. Na, damit krieg ich wahrscheinlich nicht viel, ne? Da brauche ich 3. Bin ich irgendwie falsch? Okay, irgendwo hier muss das Objekt sein. Ja doch, so ein leichtes Ticken hört man, ne? Oder eher ein Rattern ist das, kann man sagen. Das ist der Schutzraum, den Wals mir gezeigt hat. Der mit dem Anker drin. Oh, der sieht doch ein bisschen anders aus. Forschung und Aufzeichnung. Bericht versiegelter Grenzbereich. Grenzbereich mit Eigenschaften, Punkt und Punkt, hat sich im Isolationsfaktor, Sektor manifestiert. Mitten in der Punkt und Punkt Abteilung. Gleichzeitig tauchten mehrere Punkt und Punkt im Bereich auf, die viele Verletzten und Töteten. Nach Abschluss des Rettungseinsatzes und Punkt wurden Ranger hineingeschickt, das Epizentrum des Grenzbereichs entdeckten. Die schiere Anzahl an Punkt macht die Expedition unmöglich. Der Bereich wurde abgeriegelt, nachdem sich das Entfernen der Uhren als unmögliche Aufgabe erwiesen hat. Die Abteilung wurde umgezogen und der Bereich aufgegeben. Forscher haben die Theorie, dass der Grenzbereich instabile Materie in unsere Dimension eingeführt hat, die die Form der Punkt angenommen hat, wie Punkt, als es in stabilere Punkt eingeführt wurde. Okay, auch interessante Theorie. Quasi Uhren als Antimaterie. Ja. Man hört es auch ticken. Ich will gar nicht so vorrennen, aber es sieht das irgendwie nach Astralebene so ein bisschen aus. Thank you.
wirklich ein Auto. Ja, wie komme ich denn da rüber? Kann ich ihn irgendwie abschießen? Die andere Seite so boxen. Beste verbogener Weg oder so. Aber hier fallen ja alle direkt runter. Man müsste irgendwie weiter oben starten, dann könnte das ja klappen. Dann könnte man da hoch und von da hier so runter. Dafür noch was. Oder habe ich den Trick noch nicht gefunden? Soll ich doch mal springen? Aber ich glaube, das bringt nichts, wenn die Uhren schon so runterfallen. Guck, da fällt alles runter. Da stirbt man instant. Was könnte denn helfen? Jetzt müssen wir zum Schutzraum gehen. Oh, kommen jetzt die Feinde wieder? Achso, das war die Sackgasse. Bin ich gerade leicht verwirrt? Ach, hier muss ich lang. Keine Gegner. Führen nur noch mal zum Schutzraum. Ja, da hat jemand nicht auf mich gehört.
Das ist der Schutzraum, den Wars mir gezeigt hat. Wieder mit dem Angriff. Okay, ein Augenblick. Noch mehr Uhren. Okay, ein Augenblick. So, ich habe mich nochmal erkundigt. Und wir kommen da nur rüber, wenn wir schweben können. Aber das können wir ja noch nicht. Okay, dann beende ich erstmal die Folge. Und wir sehen uns zum nächsten Video. Vergesst nicht zu kommentieren. Lasst ein Like da. Vergesst nicht zu abonnieren. Klickt auf die Glocke. Und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.